Hallo, ihr Lieben. Einige von euch erkennen wahrscheinlich schon das Papier. Ich habe wieder Post bekommen von Marion von Kreativdepot. Und, muss man dazu sagen, ich bin jetzt im Designteam oder Designerteam. Nein, Designteam heißt das, ne? Ich glaube schon. Ja, und deswegen durfte ich mir ein paar Sachen aussuchen, die ich zum Basteln verwenden möchte. Genau, und das ist da drin. Ah, ich freue mich. Ist immer so schön verpackt. Das finde ich immer schon klasse. So, also, ah, ich versuche nicht so arg zu rascheln. Ja, aber es, ja. Ich will es auch nicht vorher auspacken, weil ich finde das irgendwie schön, wenn das beim Video ausgepackt wird. Moment, ich hoffe, ihr seht alles und es ist, ja, gut. Also, machen wir erstmal das Papier. Da habe ich mir nicht viel ausgesucht, bestellt. Wie auch immer. Es sind nur zwei Bögen, aber die fand ich sehr schön. So, das Papier erstmal weg. So, also einmal dieses hier. Guck mal. Ist wieder 30x30, beziehungsweise 30,5x30,5, ne? Aha, Schiffis. Ja, in blau-weiß. So kleine Origami-Schiffchen sind das, oder? Ist das schon Origami? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es echt schön. Ja. Einmal dieses. Und. Oh, das fand ich auch einfach nur so schön. Wie habe ich das Gefühl, dass ihr mir zu dunkel seid? Ich mache mal noch ein bisschen heller. Ah, ihr seht das schon gut, ne? Ich kann mal ein bisschen näher. So. Schön. Genau. Die beiden Bögen. Ich wollte auch nicht so viel, weil zurzeit mit Designerpapier ist gar nicht so viel mit mir, sondern eher mit Stempeln. Und ihr kennt mich ja und Kreativdepot Stempel. Ha, ich liebe sie. So, wer Kreativdepot nicht kennt, ich packe euch natürlich unten die Seite rein. Guckt da gerne mal. Kreativdepot hat so wunderschöne Sachen. Und gerade halt auch, wer auf deutsche Stempel steht, wird da auf alle Fälle fündig. Und halt auch handgeschrieben, gedruckt, also schaut da unbedingt mal vorbei. So, also ich habe hier ein bisschen was, ein bisschen was, ein bisschen was. So, schuldig für das Knistern. Also, zum einen, ah, jetzt blendet es ganz schön, ne? Naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also, zum einen haben wir dieses hier. Das ist wahrscheinlich das Sonnenlicht, was gerade noch so ein bisschen mitwirkt. Ich glaube, das war unter Herbst deklariert, aber Hintergrund Herbst. Aber ich mag das auch so gern. Diese Ahornblätter, wie die fallen, das muss man ja nicht unbedingt für den Herbst benutzen. Ich fand das so schick. Dann dieses kleine Vögelchen hier. Und ein Haus. Ich wollte gerade Vogelhaus sagen, nee, es ist ein Haus. Hier ist noch ein einzelnes kleines Blatt. Guck mal, wie groß das ist. Und diese Gläschen finde ich ja einfach nur geil. Das hat man ja zu Weihnachten schon, ne? Ich finde das schön. Es ist ein kleineres Set. Also die anderen sind ja ein bisschen größer. Es ist ein kleineres Set. Wie gesagt, Hintergrund Herbst. Ich versuche für jedes einfach mal den Link unten reinzupacken, damit ihr da nicht suchen müsst. Genau. Ich glaube, ja, genau. Zwei Stanzen habe ich mir auch ausgesucht. Zum einen diese hier. Ich wollte auch ein bisschen so in die maritime Richtung gehen. Deswegen auch dieses eine Designerpapier. Das ist ein Kompass. Beziehungsweise ne, die Himmelsrichtungen. Sehr schön. Und einmal natürlich ein Anker. Ne? Da ist beim Maritim ist nun mal Anker. So, genau. Auch, ja, wie viel Zentimeter hat er denn, wenn wir gerade mal dabei sind? Ne? Der hat so 6,2, so rund, ne? 6, nee, 6 Zentimeter in der Höhe und 5 in der Breite, ungefähr. Und dieses hier hat so circa 8. Genau. Dieses. Dann, oh, Kränze. Kränze sind immer schön, ne? Moment, ich versuche mal irgendwie. Ne, ist beides in beide Richtungen. Also einmal hier ein schöner Blumenkranz. Machen wir den mal andersrum. So, Blümchenkranz, ein Schmetti, noch ein Schmetti. Und hier steht, das meine ich halt, ne? Sommer geschrieben, handschriftlich. Dann habt ihr hier Glück in Groß, Druckbuchstaben. Ah, ich finde das toll. Zeit, Laune. Und dann habt ihr hier auch noch ein Blätterkranz und hier auch nochmal ein Schmetti. So, und das heißt,
Sommergrenze 2. Passt doch, ne? Ich finde das echt schön. Guck, guck, da bin ich. So. Ich hoffe wirklich, dass das so mit dem Licht heute gut passt. Ich habe ja schon lange auf diese Hasen geguckt. Ich finde die so schön, die Häschen. Die sind so süß. Oh, ich finde die so... Oh, das ist so niedlich. Das muss man ja nicht zur also unbedingt zur Geburt oder für Babys nutzen. Ich finde die einfach nur so geil. Ha. Und der sieht hier so aus, als würde der irgendwo dranhängen oder so. Weiß ich nicht. Oder, ja, doch. Könnte man irgendwo mit dranhängen. Und hier hat man Geburt, Baby, Hurra, du bist da. Willkommen zur und zum. Hier ist so mein Mini-Häschen, guck mal. So groß wie ein Fingernagel. Oh, goldig. Und dann halt noch Luftballon mit Herzchen. Und ich habe dann noch Mini-Herzchen. Ganz klein. Guck mal, hier ist ein Gesicht. Da ist ein Mini-Gesicht. Wie süß ist das denn? Gottchen, nee. Ach, hier oben auch. Oh. Ja, also auf die habe ich ja schon lange ein Auge geworfen, weil ich diese Hasen so wunderschön finde. Und wie gesagt, ich habe ja eigentlich schon lange, lange, lange vor, ein Babyalbum zu basteln für meinen Bruder. Ja, also ich und Album, ne? Das ist wahrscheinlich so ein Jahresprojekt. Ich muss mal langsam anfangen. So, dann haben wir hier Schmetterlinge. Schmetterlinge gehen immer und Kränze gehen auch immer. Das ist ein schöner Schmetterlingskranz. Hier haben wir ein Libellenkranz. Jetzt haut die Sonne ab. Jetzt ist sie wieder da. Also heute ist komisch. Sommerzeit. Hier hat man so kleine Sprenkel. Auch schön. Und hier auch nochmal Sommerzeit und dann halt in Druckbuchstaben. Genau. Das ist Flatterkränze. Auch sehr schön. Ich kann ja mal gucken, wie groß sowas ist. Manchmal interessiert das ja. 7 cm. Ne? So rundum. Genau. Wie gesagt, maritim. Und ich finde das geil. Das ist wie gezeichnet. Ist das wie gezeichnet? Genau. Maritime Skizze heißt das. Maritime Skizzen, Entschuldigung. Und ja, das ist wie gezeichnet. Ihr habt dann Leuchtturm. 2 Leuchttürme. Ein Wal. Guck mal. Ein Wal. Hier auch nochmal ein Leuchtturm. 2 Hütten. Ihr habt da auch nochmal einen Kompass oder Himmelsrichtung. Und ein Rettungsring. Und das ist da ganz hübsch, ne? So gezeichnet ist. Ich finde sowas ganz toll. Genau. So, 2 haben wir noch. Nochmal maritim. Mit einem schönen großen Anker. Ja, so 6,5. Ja, also das Ganze. Wunderschön. Ein Pelikan. Pelikan, oder? Hier auch nochmal. Oh, da kenne ich mich gar nicht aus, ob das was von der See ist. Oder ob das einfach nur so ist. Ja. Hier auch nochmal. Eine Möwe wahrscheinlich. Oder? Pelikan haben doch diesen, ne? Das hier unten. Und das ist eine Möwe. Wenn es nicht stimmt, korrigiert mich. Hier haben wir eine Krabbe, hier nochmal ein Wal. Und hier haben wir Sand an den Füßen. Möwe, Leuchtturm, Watt, Seeluft, Ahoi, Wellengang. Düne. Genau. Schick. Schick, 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 schick. Und das heißt Küstengrüße. Genau. Ja, und zu guter Letzt, da schleiche ich auch schon so lange rum. Ich finde die einfach zuckersüß. Die sind so niedlich. Ich weiß nicht direkt, was es sein soll. Kleine Monsterchen wahrscheinlich. Wie heißt das denn? Monstermäßiger Geburtstagsgruß. Geburtstag, wie komme ich auf Geburtstagsgruß? Habe ich jetzt irgendwo Gruß gelesen? Wahrscheinlich. Monstermäßiger Geburtstag heißt das. Oh, ich finde die Monster so niedlich. Also wirklich... Ich finde die so goldig. Oh, der hat einen Keks in der Hand, der hat Popcorn in der Hand, der winkt und der ist einfach nur süß. Einladung, Glückwunsch, Geburtstag zum. Und die sind, Moment, die sind auch ein Stückchen größer, ne? 6,5 sowas. 6 bis 6,5. Ja. Ich finde die einfach nur zuckersüß. So, ihr Lieben, das war's schon. Das reicht ja auch, ne? Das ist ja eine ganze Menge. Also damit kann man ja schon viel, viel, viel anfangen, finde ich. Und wie gesagt, ich packe euch zu jedem einzelnen einen Link unten rein, damit ihr da nicht lange suchen müsst. Sowieso könnt ihr da gerne mal stöbern. Ich liebe diese Seite. Ich liebe Kreativdepot.
Also eins meiner wirklich, ach, das ist einfach nur toll. Ich höre jetzt auf zu schwärmen, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!